Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 wegen Surtag. Ja, wie man sieht, Sur ist hinten im Hangar auf dem Turm. Ich zeig's nur mal eben kurz. Aber normalerweise müsste man eigentlich den Anflug mittlerweile wissen. Man hat natürlich den Turm hier nur, wenn man halt hier direkt ja, die Hauptstory durch hat. Aber das sollte man mittlerweile auch schon alles erledigt haben. Also der Reisende natürlich, dann hier einmal raufgehen. Landezone hier einmal Hof und dann hängt er hier hinten auf dem Geländer hier oder auf der Treppe im Hangar. Und ja, Sonnenwende der Helden geht ab, finde ich. Ja, also... Da gibt es schöne Sachen. Das einzige große Problem ist, die schönen Sachen kosten alle extrem viel Glanzstaub. Das hätte man ein bisschen besser timen können oder timen es gut, besser regeln können, ja, ein bisschen billiger machen können. Vielleicht so die Hälfte an Glanzstaub für zum Beispiel die, das glühenden Blüh-Set, ja. Nicht nur 5000 Glimmer hier, würde gerade sagen, 5000 Glanzstaub, sondern vielleicht eine Kombo aus Glanzstaub und Glimmer und legendäre Bruchstücke oder irgendwas. Aber 5000 Glanzstaub ist ganz schön viel, vor allem wenn man nicht viel spielt, hat man dann dadurch ein bisschen vielleicht die Arschkarte. So sieht es im Ende aus bei mir, bei meiner Rüstung hier, bei meiner blauen Rüstung. Achso, ja, gut, habe ich nicht ausgerüstet. So sieht es im Moment aus, ja, ich habe einige Sachen schon gut weitergespielt, aber ich bin noch nicht, lange nicht fertig. Aber ich bin dran. Ich mache die auch fertig, wie gesagt, das ist auch die erste Rüstung, die schon Perks oder Rüstungs... Ambitionen hat zu dem neuen Add-on, das DLC, was jetzt verschoben wurde auf dem 1. Oktober, nicht 17. September, sondern 1. Oktober, kommt dann Festung der Schatten, ja, noch sei dazu gesagt, und die Sonnenwende der Heldenrüstung hat halt eben schon die Perks von dem neuen DLC, ja, also sozusagen 2.0. So, jetzt kommen wir jetzt aber zu Sur, genug gesabbelt hier. So sieht Sur immer aus, schön dunkel und leuchtend, die Augen. Gleich als erstes. Hier oben, Schicksalsengramm, kostet 97 legendäre Wurststücke, nicht sofort ziehen, bringt nichts, weil ihr müsst erstmal oben unten die exotische Rüstung erstmal kaufen, und zwar die Sachen, die euch fehlen, weil sonst könnt ihr nämlich das eventuell, was hier unten steht, hier oben rausdroppen und das wäre halt ärgerlich, das kann man sich auch ersparen. Ihr könnt natürlich hier oben reingucken mit Vorschau, mit Dreieck drücken, hier bei PS4, das sind die Sachen, die prozentual gerade am höchsten droppen, wenn ihr die anderen Sachen alle habt und zum Beispiel habt ihr hartes Licht nicht und ihr würdet jetzt dieses Schicksalsengramm ziehen, ist eine gute Chance, dass es vielleicht dann hartes Licht auch rauskommt, aber es ist halt nur random. So, exotische Ausrüstung, da haben wir hier nämlich einmal die Huckleberry, Maschinenpistole, es gibt kein Problem, dass 30 Kugeln nicht lösen können, genau, da haben wir hier nämlich Bullenreiten hier einmal, dann haben wir einmal kandierter Lauf, dann haben wir einmal Prallgeschosse, hier einmal Tobin und hier einmal Halbschaft. Dann haben wir natürlich noch schön hier einmal Katalysator zu finden für Heldentum in den herausforderndsten Abenteuern. Habe ich schon geholt, auch noch nicht freigespielt. Und dann gibt es natürlich auch noch Standardornamente und zwar einmal hier Teufelswerk, so sieht die Waffe normal aus und so als Teufelswerk läuft, würde ich sagen. Können wir so mitnehmen, kostet 29 legendäre Bruchstücke. Da haben wir hier einmal Stampfer, wenn ich das richtig gelesen habe, hier Beinschutz, ich nenne sie Stampfer, wenn man mal diesen Extra-Kick braucht, Marcus Rain. Da haben wir hier einmal hydraulische Booster hier einmal, ja, und dann haben wir hier einmal erhöhte Mobilität, hier einmal erhöhte Belastbarkeit, hier einmal Fusionsgewehr geschickt, dann einmal Maschinenpistolen geschickt, hier noch Bodenhaftung, dann hier einmal Pfeilplünderer und dann hier Scoutgewehrplünderer. Wie gesagt, wenn die Perks zu eurem Spiel passen, ja, und ihr habt vielleicht Stampfer schon am Laufen und am Tragen und die Perks sind bei euch jetzigen halt nicht so toll und zwar die hier sind dann besser, dann holt euch lieber die. Wie gesagt, ihr müsst mal gucken, ob die Perks so eurer Spielweise passen, ja? Das ist halt die Sache hier. So, dann habt ihr Mods zum Einsetzen, ihr habt die Shader und dann natürlich noch Ornamente. Es gibt ein Ornament und zwar Turbo-Treter, so sehen sie normal aus. Dann mit dem Ornament sehen sie halt so aus, ein Stück besser. Kostet auch 23 oder kostet 23 legendäre Wurststücke. Hier haben wir noch Winterlist, hier einmal Panzerschuhe, ich kenne dich, Lord Fellwinter. Da haben wir hier einmal Siegel des Kriegsherren einmal. Da haben wir hier einmal erhöhte Mobilität, dann erhöhte Belastbarkeit, hier einmal Raketenwerferlader, dann Schwungübertragung, hier einmal verbesserte Einschlaginduktion, dann einmal Schrotflintenplünderer und hier einmal Scharfschützengewehrplünderei. Wenn es passt, wie gesagt, auch wieder mitnehmen und tauschen oder einfach so mitnehmen, wenn es fehlt. Auf jeden Fall gucken, ob es passt, wie gesagt, ob es zur Spielweise passt. Hier Mods zum Einsetzen. Es gibt auch Ornamente. Ich habe einmal hier tiefster Winter einmal hier. Da sieht es nicht einmal. Ja gut, kann ich nicht so gut erkennen. An der Seite hier, das ändert sich dann, so sieht es normal aus. So mit Winter, passt schon. Und sonst halt Shader. Da haben wir hier noch einöhige Maskehelm. Auge um Auge, genau, ein schöner Helm hier für den Titan, den ich gerade aktuell trage. Gut für PvP übrigens auch. Oder allgemein sehr gut eigentlich. So, Vergeltung hier, das ist nicht der Hauptaugenmerk hier. Dann haben wir hier erhöhte Mobilität, dann verbesserte Gesundheitsregeneration. Dann hier einmal Impulsgewehr zielen, dann einmal aufgepumpt und hier einmal verbessertes Handfeuerwaffen zielen. Hier noch lineare Fusionsgewehrreserven und dann Spezialmunitionsfinder. Hier natürlich auch wieder die Möglichkeit, mit Mods zu arbeiten. Dann hier einmal wieder Shader und es gibt auch Ornamente. Ich habe da noch keins. So sieht es leider aus. Aber läuft. Kostet 23 legendäre Bruchstücke. Wie gesagt, die Ausrüstungsgegenstände kosten alle 23 legendäre Bruchstücke. Die Waffe 29 legendäre Bruchstücke. Hier noch Verbrauchsgegenstand. 5 der Schwerter natürlich auch mitnehmen, damit ihr eure Dümmerung richtig einstellen könnt.
damit ihr 100.000 gut schafft. Dann läuft das hier unten, müsst ihr eigentlich noch Einladung unter 9 sein, wenn ihr noch nicht fertig seid. Mit dem Titan bin ich aber schon mit fertig. Auf jeden Fall auch machen und mitnehmen, gibt es auch mächtige Ausrüstung und sonst halt eben mitnehmen und aufbewahren. Wenn das Add-on rauskommt, da könnt ihr da nämlich auch dann euch wahrscheinlich schneller ziehen mit dem Power-Level. Ja, das soll es gewesen sein. Guckt auch in die Informationen. Guckt bei mir in der Community, da stehen auch einige Infos drin. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal und reingehauen. Tschüss. Du wirst auf diesem Wege nicht die 9 finden, aber sie...